wissen, worauf beim Spoonfishing auf Forelle ankommt, dann solltet ihr euch dieses Video auf jeden Fall anschauen. Hallo Angelfreunde, Dennis hier von Spro Deutschland. Ich bin heute mit unserem Forellenexperten Waldemar von Troutmaster in Holland verabredet beim Forellenhof Wild. Und unser Plan ist es heute, Forellen zu fangen mit Spoons. Genau. Waldemar, du hast jetzt mal ein paar Sachen mitgebracht. Wir wollen euch erstmal zeigen, was für einen Tackle braucht man, worauf kommt es an und worauf solltet ihr Wert legen. Ganz genau. Du hast jetzt hier schon mal eine Spoonroute mitgebracht? Richtig, ich habe hier mal das etwas höherwertige Modell von uns mitgebracht. Das ist die Gamma Cuts für die Area Tree. Ne? Mit einer schönen normalen 500er Rolle drauf. Ich sag mal, da kann man jetzt nach Jahreszeit bedingt entweder geflochten in 0,04 oder halt jetzt in unserem Fall halt eine Mono von 0,14 drauf, ne? Damit man auch, ich sag mal, dementsprechend auf die Wurfweite kommt, aber immer noch ein bisschen Rückgrat hat für die Fische. Ne? Ja, einen Spoon brauchst du dafür, einen Snap. Was ganz wichtig ist, ob Mono oder Geflecht, ich setze da immer ein Stück Fluorocarbon vor. Aus dem ganz einfachen Sinn halt, ist ein bisschen abriebfester und auch wenn die Forelle kleine Zähne hat, sie hat Zähne. Und ja, bei einer Mono oder bei einer geflochten hast du das nicht. Das heißt so, als Tackle brauche ich einfach nur eine Rolle, eine 500er. Genau. Was ist, wenn ich im Laden keine 500er finde? Kann ich auch eine 1000er nehmen oder eine 2000er genau. Für den Einstieg? Oder? Genau, da würde ich einfach jedem raten, und das mache ich sowieso bei jedem, Jungs, nehmt euch die Rute im Laden in die Hand, nehmt euch eine passende Rolle dazu, montiert das Ganze mal und schaut mal, wie sie euch in der Hand liegt. Ja? Weil es kommt immer noch auf dich an oder auf mich oder auf den Angler an sich selber, ob er damit Lust hat, den ganzen Tag zu fischen. Das heißt, wenn jeder für sich meint, okay, das ist mir leicht genug, dann kann man das auch mit einer 1000er machen oder mit einer 2000er. Aber allgemein sollte man auf jeden Fall das Tackle abstimmen. Das heißt, Rolle muss zur Route passen. Und das macht man am besten einfach mal drauf machen, nehmen, halten und dann weiß man eigentlich, geht oder geht nicht. Das heißt, im Idealfall ist es halt eine 500er Rolle, kann aber auch eine 1000er Rolle oder genau. Auch eine 2000er Rolle sein. Du hast jetzt eine monophile Schnur drauf. Richtig. Was hat die für einen Durchmesser so gesagt? 0,16? 0,14. 0,14. 0,14er Durchmesser, genau. Schon ziemlich dünn. Bei einer geflochtenen kann man dann eine 0,04er nehmen oder eine genau. 0,08er. Genau. Und Fluorocarbonverfach, wie lange machst du das? Das kommt immer auf die Rutenlänge selber an. Ne? Da in der Regel, ich sag mal, die Ruten unter 2 Meter sind, mache ich so zwischen 50 cm und 1 Meter lang halt das Fluorocarbonverfach. Das kann man dann halt nach Belieben wieder austauschen. Wenn man merkt, okay, wird jetzt rifflig, ne, dann tauscht man das aus oder schneidet sich halt immer stückchenweise dran. Ich gehe aber nie unter, ich sag mal, 30, 40 cm, damit das ausgetauscht. Okay, und dann brauchst du natürlich noch einen Einhänger vorne, also einen Snap. Snap und dann eigentlich nur noch deinen Spoon, oder? Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz was zu der Rute. Also ich als Spinnfischer muss sagen, die ist schon sehr weich. Weil immer, warum ist die jetzt hier so schwabbelig? Genau, also das hat folgenden Grund. Da die Forelle ja doch sehr kampfstark ist und wenn du jetzt hier, ich sag mal, so einen Barstock in der Hand hättest, ne, mit einer Spitzenaktion, ist sie natürlich sehr steif. Das heißt, gerade in dem Aktionsradius der Forelle selber wird sie natürlich schnell aussteigen können. Dadurch halt, dass zu viel Widerstand in der Rute ist. Bei diesen vollparabolischen Ruten oder halt bei diesen weichen Spoonruten allgemein ist es so, dass die halt genug mitpuffert. Zum einen, so dass der Fisch gar nicht die Chance hat, dass er sich aushebeln kann, wie an so einem harten Stock halt. Und zum anderen einfach halt an diesen weichen Ruten kriegst du natürlich die Köder wunderbar aufgeladen und kriegst sie dementsprechend immer wieder ein paar Meter weiter raus, wie an diesen harten Stöckchen. Ne? Okay. Und wie das Ganze zusammengebaut wird in den einzelnen Schritten, das zeigt uns der Waldemar jetzt im nächsten Schritt. Alles euch viel Spaß beim Zuschauen. So, wir haben jetzt hier mal zwei Ruten fertig montiert. Ich habe jetzt hier eine Geflechtschnur drauf, eine 004er. Der Waldemar hat eine 014er Monofil drauf. Der Waldemar hat mir gerade einen Snap gegeben, der fürs Spoonfischen in Frage kommt. Das ist so ein ganz, ganz kleiner filigraner Snap, der den Lauf des Spoons so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Und ja, im Prinzip, das Fluorocarbon ist auch schon dran. Das haben wir mit dem verbesserten Albright-Knoten dran gemacht. Das Video findet ihr auch bei uns im YouTube-Kanal. Und ansonsten jetzt geht's los. Wie genau. Sieht's aus? Welchen Köder willst du jetzt? Ja, also ich würde sagen, ich habe ja einen ziemlich breiten drauf. Also ich habe den 2,5-Inzi Spoon habe ich drauf. Ne? Und damit wir jetzt beide Bereiche abdeckern, vielleicht nimmst du den 1,5er. Das heißt halt, ich gehe mal mit ein bisschen mehr Druck zugange und du mal vielleicht mit ein bisschen weniger und dann schauen wir einfach. Das heißt, je schwerer die Spoons, desto mehr Druck, oder? Ja, nee, nicht je schwerer, sondern einfach die größere Auflagefläche. Das heißt halt, die sind natürlich etwas breiter. Ne? Dadurch, wenn man sie halt gleichmäßig oder mit etwas schnelleren Spins halt einholt, gibt es mehr Druck auf das Seitenlinienorgan. Während halt die 1,5er, sage ich mal, so ein bisschen langsamer flattern und halt nicht ganz so viel Druck ist. Das heißt, manchmal haben die Forellen einfach Bock und manchmal nicht so sehr und dann kommen die 1,5er halt gut zum Tragen. Ne? Das heißt, wir testen uns jetzt durch genau. Und im nächsten Schritt zeigst du mir, worauf es bei der Führung ankommt. Genau, machen wir. Bis gleich. So, Waldemar, jetzt gleich das erste Mal für mich angeln mit Spoons. Wenn ich jetzt auswerfe,
Ja? Wie hole ich ihn ein? Monoton oder muss ich irgendwie noch da jiggen oder sowas? Oder? Also ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Monoton ein. Das ist immer so das Einfachste. Rausschmeißen, ein bisschen absinken lassen, damit du weißt, oder auf die Höhe, die du halt fischen möchtest. Also ich würde ihn jetzt reinschmeißen, bis zwei zählen und dann langsam anfangen einzukurbeln. So, dann kannst du eins machen, um ihm ein bisschen Attraktivität zu verleihen. Ab und zu mal mit dem Zeigefinger einfach nur in den Blenk rein tippeln. Das reicht schon, dass er nochmal so leicht aufflackert. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Okay, also auf geht's. Erster Wurf. Bis gleich. So, einfach einleiern jetzt. Genau. Die Rutenspitze vielleicht ein bisschen nach unten senken. Und immer im 90-Grad-Winkel zum Spoon halten, damit, wenn du einen Biss hast, dass die Rutenspitze halt ein bisschen puffert. Genau. Und dann den Fisch nicht anschlagen, bitte ganz schnell abgewöhnt, sondern lass den Fisch in die Rute reinrennen. Das heißt, er wird ihn nehmen und in dem Moment, wenn er sich dreht und versucht davon zu schwimmen, wird der Haken wirklich ein bisschen. Du kannst ihm noch so einen leichten geben, aber großartig viel würde ich da jetzt nicht anschlagen. Guck mal, ungefähr in dem Tempo und dann, wie gesagt, ab und zu mal so einen kleinen Schlag mit dem Zeigefinger gegen den Blank selber. Schon fängt der Köder an, verführerisch noch mal aufzutaumeln. Ne? Kannst auch mal die Richtung wechseln, indem du einfach mit der Rute mal zur anderen Seite rüber gehst. Das ist auch manchmal, hast du gesehen? Ah, Phoebus. Hast du gesehen? Manchmal ist es wirklich so der ausschlaggebende Punkt, wo sie dann auch mal zupacken, wenn du einfach die Richtung wechselst. Krass. Ne? So, jetzt werden hier die Forellen besetzt und das gucke ich mir mal eben genauer an. So, Waldemar, hat endlich geklappt, an der anderen Seite des Sees. Richtig, genau. Kreisrund die Route. Ja, und jetzt sieht man also auch, ich muss hier nicht wie so ein Weltmeister in die Rolle reinkurbeln, weil der Fisch, ich sag mal, den kriege ich auch sauber so weit ausgedreht. Das heißt, wenn er fluchten ziehen will, dann kann er. Wenn nicht, dann haben wir hier. Wunderbar. Sehr schön. Klasse. Auf einem Fluorofahrenden, ne? Ganz genau. Petri. Danke. Ja. Jetzt auch der Vorteil des Keschers, des gummierten Keschers, ne? Genau, richtig. Und zwar hätte ich jetzt hier so ein Nylonnetz oder irgendwie was Gewebtes oder sowas, wird der Spoon natürlich jedes Mal gnadenlos sich da drin verfangen und festhängen. Selbst jetzt, nachdem der sich mal hier festgehangen hat, nimmt man den einfach in den gummierten Netz und zieht ihn raus. Und er hat einfach viel weniger Möglichkeiten, sich hier drin festzuhängen. Ja? Das ist der Vorteil von diesen gummierten Netzen. So, Waldemar, den ersten Spoonfisch gab es gerade. Jetzt möchtest du noch mal was anderes probieren. Und zwar möchtest du ganz gerne mal solche Inline-Spoons ausprobieren. Genau. Die sehen aus wie die ganz normalen Spoons, sind allerdings mit so einer Durchlaufvorrichtung. Das heißt, die laufen gleich frei auf der Schnur. Warum möchtest du jetzt damit fischen? Zwei Gründe. Zum einen hatten wir natürlich schon Ausschläge gehabt auf die Spoons. Das heißt, sie haben sich ausgehebelt. Zum anderen sind die Forellen mittlerweile ein bisschen weiter rausgezogen. Das heißt halt, wir können hier mit kompakteren Gewichten wesentlich weiter werfen, zum einen. Zum anderen aber, da die so montiert sind, dass die Schnur innenlaufend ist, sind die frei beweglich auf der Schnur und können halt dementsprechend, wenn die Forelle hier unten hängt und tobt, nach oben rutschen und helfen der Forelle nicht mehr, sich auszuhebeln. Und deswegen werden wir die jetzt mal einfach probieren und mal schauen, ob das läuft. Ja, dann zeig mal, wie das Ganze montiert wird. Genau, also wie gesagt, hier einmal zum einen schon mal durchgezogen, ne? So, dass der schön frei beweglich ist. Man stoppt den auch nicht durch irgendwelche Stopper oben oder sonst irgendwas, sondern wirklich, der muss frei beweglich auf der Schnur laufen können. Dann nimmt man kleine Perlen. Die gibt es bei uns in dem Päckchen schon mit dabei. Das heißt, bei den Inline-Spoons selber, das Päckchen besteht aus so einem Inline-Spoon, einer Perle und einem Haken. Ne? So, dann zieht man im Endeffekt hier auch nochmal die Schnur durch. Zack. So. Die Perle dient als Schutz. Damit, wenn uns der Spoon oder der Inline-Spoon runterfällt und uns gegen den Knoten knallt und den nicht beschädigt. Das heißt, halt dazwischen ist dann diese kleine Perle als Puffer. So, zu guter Letzt kommt dann noch der Haken. Die sind, wie gesagt, sind die auch schon in dem Päckchen mit integriert. Das heißt, ich muss mir nicht die Sachen selber zusammensuchen oder sonst irgendwas. Ein schön großes Öhr, ne? Auch für die Leute, die vielleicht schon eine Brille brauchen, so wie ich. So, das Ganze da durch. Dann wieder unseren altbewährten Knoten. Ein bisschen feucht gemacht, langsam zusammengezogen, das letzte Stückchen mit den Fingern nochmal nachgedrückt, nachgezogen, festgezogen, abstehendes Ende
entfernen und schon ist das Ganze fertig montiert. Ja, das heißt, bei einem Biss selber kann das Ganze nach oben rutschen, die Forelle kann sich hier unten austoben, der Spoon kann da nicht mehr stören. Ja, dann probieren wir das Ganze doch mal. Ja, der fliegt schon deutlich weiter als die anderen Spoons, ne? Definitiv, ohne dass ich jetzt groß ausgeholt habe, siehst du ja, wie weit ich damit gekommen bin. So, den führe ich natürlich jetzt auch immer gerne wieder so mit so ein bisschen Twitchen in eine Route rein, ne? Und ein bisschen schneller natürlich auch, weil er sonst über den Boden schleifen würde. So, bisher ist es mit den Spoons so, ja, ich sag mal, mäßig erfolgreich. Ist vielleicht zu kalt, die Forellen sind nicht ganz so aktiv. Genau. Aber du hast noch mal einen extra Tipp für uns. Wir haben uns gerade hier Bienenmaden besorgt und genau. Du hast jetzt hier deinen Spoon in der Hand. Richtig. Ja, was hast du vor? Wir machen jetzt hinten noch mal so einen kleinen Anhänger mit dran in Form einer Bienenmade. Und dadurch rotiert der ganze Köder noch mal ein bisschen entgegengesetzt und das sieht natürlich richtig gut aus. So, wir nehmen uns eine Bienenmade. Ganz wichtig, nicht lebendig drauf machen, weil einfach die Bienenmade würde dann anfangen sich zu krümmen. Das wird dann auf jeden Fall den Lauf des Spoons beeinflussen. Also ruhig töten vorher, dann einmal nehmen, Spoon gepackt und dann einmal durch den Kopf gepiekst. So, auf der anderen Seite wieder rausgeholt, so dass das Ganze einfach so aussieht hier. So aussieht. Ja? Und jetzt das gucken wir uns mal an, wie das hier im Wasser aussieht. Genau. Also, ich würde es fressen. Ich auch. Probieren. Jetzt ruft der Waldemar hier um Hilfe und hat noch einen Fisch auf den Spoon drauf bekommen. Richtig, der schön mit der Bienenmade jetzt gerade garniert war. Eingeworfen, in der Absinkphase war er drauf. Boah, da siehst du mal, was die kleine Rute aushalten muss, ne? Ja. Boah, Wahnsinn. Vielleicht sehen wir sogar noch die Bienenmade. Nee, oh, die hat er sich, glaube ich, voll inhaliert. Den gesamten Spoon hat er sich komplett inhaliert. Sehr schön. So, da sieht man auch wunderbar unseren Spoon. Ja. Voll inhaliert. Unser Inzi-Spoon, genau, mit 2,5 war genau der richtige jetzt in dem Moment. Ja, das war's auch für heute. Das mit den Spoons hat so lala geklappt. Also wir haben ein paar Bisse bekommen. Ich habe leider keine gefangen. Ich hatte auch eine im Drill, aber ist mir leider ausgestiegen. Ja, du hast ein bisschen was gefangen noch, das ist ganz gut. Ja, genau. Der Trick mit der Bienenmade auf jeden Fall richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video auch gefallen hat. Lasst uns einen Daumen da. Abonniert den Kanal und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt oder auch gezielte Fragen an Waldemar, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten euch am Wasser, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.